Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die klassische Familie massiv an Wertschätzung eingebüßt hat. Diese Meinung vertritt Immanuel Grauer. Er ist evangelischer Pastor und neunfacher Familienvater. Er sagt, dass Eltern, die das Wohl ihres Kindes nicht der eigenen Karriere vorziehen, mittlerweile stark benachteiligt werden. Was er damit meint, erklärt er mit einem Beispiel aus seinem Familienleben. Wir haben 5 Kinder im Homeschooling, noch Kleinkinder, noch erwachsene Kinder parallel dazu, die in Ausbildung sind. Und unsere 5 Homeschooling-Kinder müssen jetzt quasi von meiner Frau zu Hause, während ich arbeiten bin, betreut werden. Aber sie bekommt für das Kindergartenkind keinen Notbetreuungsplatz, sondern der ist vorgesehen für Menschen, die sozusagen produktive wirtschaftliche Arbeit machen und nicht die nur ihre Kinder zu Hause homeschoolen. Dadurch, dass nun alle Familienmitglieder viel Zeit zu Hause verbringen, kann es schon mal ganz schön eng werden, erklärt der Familienvater. Gut, es ist beengt geworden. Wir leben hier mit unseren Kindern in einer Wohnung, die etwas mehr als 100 Quadratmeter Wohnfläche hat. Kann man sich vorstellen, das bleibt dann pro Person ca. 10 Quadratmeter Wohnfläche. Da verteilt sich das dann bei Homeschooling etc. und Betreuung alles parallel auf sehr wenig Raum. Ich bin froh, dass ich in ein Büro ausweichen kann. Die zusätzliche tägliche Betreuung der Kinder ohne weitere Unterstützung sei für die Eltern manchmal sehr herausfordernd. Und auch den Kindern fehle der regelmäßige Kontakt zu ihren Freunden, so Immanuel Grauer. Das ist vor allem, denke ich, so die emotionale Belastbarkeit der einzelnen Familienmitglieder. Vor allem für meine Frau ist es sehr, sehr herausfordernd, diese Zeit dem allem gerecht zu werden, mit mehreren Homeschooling-Kindern, Kleinkindern zu betreuen und nebenher irgendwie den Haushalt in Schuss zu halten. Das ist das Schwierigste für sie, aber auch für die Kinder selber natürlich, die wenig Möglichkeit haben, Kontakt zu pflegen. Es ist sehr, sehr herausfordernd, irgendwie in Frieden und Eintracht zu leben. Nichtsdestotrotz hat die Corona-Krise auch ihre guten Seiten. Das findet die 12-jährige Tochter Feline. Ja, man hat mehr mit der Familie gemacht als mit Freunden, auf jeden Fall. Die Familie war öfters da. Wir haben mehr miteinander gemacht. Auch die 6-jährige Lotta verbringt gerne viel Zeit mit ihrer Familie. Dennoch kann sie es kaum erwarten, wenn sie wieder regelmäßig in die Schule gehen kann. Ich finde irgendwie in der Schule besser. Ja. Weil da kann ich meine Freunde sehen und man hat Pause. Im Schulhof.